Rose fröhlich, echter Patientenfall, Obst, Zucker, wie viel ist da überhaupt drin? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und denkt dran, ihr Lieben, für den Content Plus Zweck abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, die Fragestellung von einem Patienten in der Praxis ist gewesen, wie viel Zucker ist überhaupt in Obst? Und wenn ja, stimmt das? Kann das sein, dass Weintrauben weniger Obst haben, weniger Zucker haben? Oder wie viel Obst darf man überhaupt essen? Was ist da die richtige Menge? So, ihr Lieben, ich nehme euch mal mit und schaut euch das mal an. Ihr Lieben, hier sehen wir das jetzt, verschiedene Obstsorten und alles, was ihr jetzt hier seht, als Beispiel ein Apfel, eine Birne, eine Banane in der Größe der Stiftlänge, eine Orange. Das sind ja alles Dinge, die so in die Hand passen. Eine Handvoll Erdbeeren. Hier seht ihr im Ernährungsmaß die Portionsmengen pro Tag. Und es ist so, dass man zwei Hände voll Obst essen kann pro Tag. Und an der Stelle ein Stück Obst immer die vier Würfel Zucker sind. Und es ist nicht so, dass eine Banane oder die Weintraube mehr Zucker hätten, sondern es kommt auf die Menge drauf an. Wenn ich jetzt die ganze Weintraube hier nutze, die ist es ja, wenn ich meine Hand nehme, passt mehr rein, ne? Kann man hier sehen, sehr, sehr viel. Das heißt, hier sind das die doppelte Menge an Zucker oder mindestens 6 Stück, weil eine Handvoll sind 4 Würfel Zucker. Das kommt aus der Diabetologie. Dort berechnet man bei Patienten mit Typ 1 Diabetes ja in der Regel immer, wie viel Zucker ist sozusagen in den Lebensmitteln drin. Und die müssen das Insulin spritzen. Und daher weiß man heute, dass in den Lebensmitteln 10 Gramm Kohlenhydrate drin sind und die sozusagen den Anteil an Zucker haben. Und daher hat man, damit es für euch einfacher ist, diese Handvoll genutzt. Das heißt, eine Handvoll Obst, auch wenn ihr Melone habt, Honigmelone, Wassermelone, überall ist am Ende Zucker drin und die Menge ist entscheidend. Das heißt, auch bei einer Melone habt ihr bei einer Handschale voll Honig oder Wassermelone, ja, auch die rote Melone hat Wasser drin. Ihr Lieben, viel Spaß beim Obstessen, ganz liebe Grüße, hier nochmal das Ernährungsmaß und habt einen schönen Tag.